Herzlich willkommen zu dieser weiteren Veranstaltung Stadtland Fokus des Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung. Und das Motto heute, Events in Innenstädten, zeigt ein extrem hohes Interesse Ihrerseits. Wir sind mit gut 120 Interessierten hier am Start. Und mein Name ist Tanja Schutz. Ich begleite diese Veranstaltung wieder mit der Mischung aus fachlichem Input und zwei sehr, sehr schönen Beispielen aus Niedersachsen, die Events akkurat umgesetzt haben und auch gestern unter anderem gestartet sind. Und die begrüßen heute von Seiten des Ministeriums, auch das haben wir spontan neu eingetaktet, Nicola Wilkens-Kaspar, die das Ganze hier auch organisiert, ist jetzt dafür am Start. Bitte schön. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung. Es freut uns und mich besonders sehr, dass so viele von Ihnen Interesse an dem Thema Events in Innenstädten haben. Dass wir heute uns mit diesem Thema beschäftigen, hat einen aktuellen Anlass, nämlich unsere Ministerin Wiebke Uosigus hat gestern die Lichtkunstbiennale IFE Lichtung eröffnet. Sie ist nämlich Schirmherrin der diesjährigen Veranstaltung und die läuft noch bis Sonntag in Hildesheim. Teil des diesjährigen Programms ist das Lichtkunstwerk Transformation 2.0 Synaptic Growth am Gebäude des Amtes für Regional Landesentwicklung in Hildesheim. Es wurde über Europa für Niedersachsen, also aus Mitteln der europäischen Strukturfonds, finanziert und setzt sich mit dem Wandel in Stadt und Region auseinander. Denn diese Fonds unterstützen dieses Thema auch sehr konstruktiv. Das erste Beispiel aus der Praxis sind die EFI-Lichtungen, natürlich. Und bei dem weiteren Festival, das sich heute vorstellen wird, schauen wir über die Landesgrenzen hinweg nach Detmold. Es handelt sich um die Bildstörung, die im Mai stattfinden wird. Hier steht Theater im öffentlichen Raum im Vordergrund. Die Themen der Events, die wir heute vorstellen, sind insofern ganz bewusst sehr unterschiedlich. Die Klammer um diese Events bildet der Fachvortrag, mit dem wir, wie immer, starten werden. Hierbei geht es um die Zukunft der Innenstädte. Dabei wird selbstverständlich auch die Bedeutung von Events beleuchtet. Jetzt wünsche ich Ihnen und uns eine interessante Veranstaltung und viele, viele neue Erkenntnisse. Vielen Dank. Sehr, Frau Wilkens-Kasper. Dann stelle ich Ihnen unsere Gäste heute noch mal kurz vor. Den Fachvortrag wird heute Ricarda Petzold liefern, sozusagen vom Deutschen Institut für Urbanistik. Sie ist dort die Leitung im Forschungsbereich Stadtentwicklung, Recht und Soziales. Und der Bereich Events wird einfach beleuchtet von dem, was man machen kann, was Events auch liefern können zur Belebung der Innenstadt oder was vielleicht auch nicht, wie man sie gut platziert und welche Rahmenbedingungen sonst noch damit zusammenhängen. Dann die EFI-Lichtungen aus Hildesheim schon angesprochen, wird vertreten und präsentiert von Klaus Wilhelm, der im Hildesheim Market, in der Hildesheim Marketing GmbH zuständig ist, im Projektmanagement und wie gesagt, die EFI-Lichtung gestern gestartet in Hildesheim und noch bis zum 28. Januar zu besichtigen. Frau Uosigus hat dazu auch in der Pressemitteilung gesagt, regionale Entwicklung von ihrer schönsten Seite. Das kann man auch sehr schnell mitentdecken, wenn man sich einfach mal die Website anguckt. Und auch in ganz eigener Sache ist das Ministerium ganz glücklich, denn das Landesamt in Hildesheim, das regionale Landesamt, ist auch Bestandteil einer Bestrahlung sozusagen und leuchtet da momentan. Dann sind wir mit der Bildstörung beim Theater im öffentlichen Raum. Sabine Kurfuß von der Stadt Detmold hat dort die künstlerische Leitung im Kulturteam und wird berichten, wie und wo man Theater gut platzieren kann und auch für viel Vernetzung im öffentlichen Raum sorgen kann. Die Veranstaltung wird wie immer aufgezeichnet und ist dann auf der Website des Ministeriums zu sehen und nachzuhören. Ihre Fragen und Ideen können Sie nachher gern wieder in den Chat stellen. Frau Wilkens-Kasper wird mit Sichten vorsortieren und ich greife so viel und so schnell wie möglich alles auf, was Sie bewegt. Und dann kommen wir nachher sicher mit fast bei vielen Aspekten nochmal ins Gespräch. Wir freuen uns und damit darf ich dann auch übergeben an Frau Petzold, die Events im öffentlichen Raum beleuchtet, das Deutsche Institut für Urbanistik. Bitte schön.
Vielen, vielen Dank für die Einführung. Zukunft der Innenstädte, Events. Ich rede wahrscheinlich, sehen Sie es mir nach, wesentlich weniger über Events als alle anderen, aber da kommen ja dann noch die praktischen Beispiele. Steigen wir direkt ein. Letztes Jahr können sich vielleicht einige noch daran erinnern, dass bei Jan Böhmermann die Innenstadt das Thema war. Damals Galeria schließt 52 Warenhäuser. Das sieht ja heute wieder noch schrecklicher aus. Angst vor Geisterstädter, die Innenstädte sterben aus. All diese Nachrichten. Er hat es zum Anlass genommen, vor allen Dingen nochmal drüber zu sprechen, wie die Innenstädte eigentlich gestaltet sind, seiner Ansicht nach. Und dass vielleicht auch in den Innenstädten einiges passieren sollte in Zukunft, damit sie eben nicht weiter veröden. Also vor allen Dingen ging es darum, um die Übermacht des Konsums, um das ewig Gleiche. Und auch da sind natürlich Events ein Mittel, um das Lokale zu betonen und etwas ganz Besonderes herauszustellen. Das kann man an der Stelle schon auch sagen. Die Situation in den Innenstädten ist natürlich nicht erst seit letztem Jahr und seit Jan Böhmermann, sondern schon viel länger immer wieder ein Thema. Und eigentlich liest es sich dann schnell nicht als eine Abfolge von freudigen Ereignissen, sondern als eine Abfolge auch von Katastrophen oder von immerwährenden Krisen. Also erst schon 2000 rum wurde viel über den Onlinehandel geredet. Es wurden Programme natürlich installiert, also die weißen Bubbles sind dann immer die Antworten. Kaufhauskrisen gibt es auch nicht erst seit jetzt, sondern schon viel länger. Corona als das große entscheidende Ereignis, was ein Stück weit auch den Zustand der Innenstadt nochmal auf den Prüfstand gestellt hat und jetzt eben die Nachfolgeerscheinung der großen Signa-Pleite. Gut, wir waren bei Herrn Böhmermann, wir gehen zu den Krisenübersichten und die nächste Folie, da ist das nochmal dargestellt, diese immerwährende Abfolge und jetzt die nächste. Und schon lange ein wichtiger Hinweis ist natürlich auch gewesen, dass die Innenstädte von Funktion entleert wurden. Dann hat Roland Gruber von dem Büro Nonkonform schon früh diesen Donut-Begriff geprägt und ihn umgekehrt und gesagt, wir müssen eigentlich die Innenstadt, da muss das Süßeste rein, nicht alles rausziehen und nicht nur eins, sondern und die Streusel ringsrum garnieren, sondern eben eigentlich ist das die Innenstadt das Innere des Marmeladenkrapfens und da muss es alles hin. Nächste Folie bitte. Wir haben uns in einem Projekt damit beschäftigt, wie eigentlich über Nutzung in der Innenstadt gesprochen wird. Und das sind natürlich sehr viele Nutzungen, die hier in diesem Automaten aufgezählt sind. Es geht immer um Gastronomie, es geht natürlich um Einzelhandel, es geht aber auch um Bildungseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen, die Verwaltung selber. Kunst, Kultur, Produktion ist ein neues Thema für Innenstädte, Gesundheit, Soziales, Hotellerie, Religion als das ein Ort, wo natürlich vor allen Dingen die Bauwerke eine große Rolle spielen, Büros und auch das Wohnen. Das alles wird immer mal wieder im Zusammenhang mit der Innenstadt thematisiert, dass das alles da sein soll. Sie können jetzt alle vor Ihrem inneren Auge Ihre eigenen Innenstädte überprüfen, ob man das alles so findet. Und wenn man sich das alles nebeneinander vorstellt, funktioniert es natürlich auch nicht, sondern es ist miteinander, übereinander, es werden sich Gebäude geteilt. Jetzt ist es irgendwie wieder zurückgehüpft. Wir hüpfen aber eins in die andere Richtung. Und können Sie eins weiterschalten? Und da ist eben die Frage, welche Mischungsverständnisse wir eigentlich haben. Und vorher wäre jetzt eine Folie gewesen, ich weiß nicht, ob Sie dieses Buch kennen von Urs Verli, Kunst aufräumen, da hatte er das alles auseinander dividiert. Er hatte im Prinzip alle Autos nach Farbe sortiert, die Spielgeräte ordentlich geordnet. Also ist unser Mischungsverständnis wirklich so, dass das alles ein wildes Durcheinander gibt oder macht uns das wilde Durcheinander manchmal auch die Sorge, dass das so nicht funktioniert und dass man es lieber schön geordnet hätte? Die Innenstadt als ein Ort, an dem es viele gern ordentlich haben, wo aber eben diese Nutzung eigentlich auch dieses Ineinanderschieben und dieses Unruhige und deswegen vielleicht auch Spannende brauchen. Bitte eins weiter.
Lange Zeit oder in der letzten Zeit ging es vor allen Dingen um das Thema Wohnen, und man hatte ein Stück weit das Gefühl, damit ist jetzt der Schlüssel gefunden, wie Innenstädte wieder anders wahrgenommen werden, wie man da schauen kann, dass die Alltagsnutzung Einzug halten, und eben das ist jetzt der Schlüssel zu anderen Innenstädten. Sehr viele, die in kleineren Städten wohnen, werden wahrscheinlich gedacht haben, was wollen sie denn eigentlich? Das Wohnen spielt doch immer eine Rolle, und das ist auch völlig richtig. Wenn man aber jetzt guckt, Wohnfunktion stärken in den Städten, dann bedeutet das ja, man hat den Anspruch, vielleicht Räume anders zu nutzen, da wieder jemand reinzubringen. Es geht darum, dass von den Innenstadtbewohnern erwartet wird, dass sie natürlich Passanten sind, dass man sie da sieht, dass es ein Nachfragepotenzial gibt. Es geht aber auch um Verantwortungsübernahme, also Gestaltung der Innenstadt von denen, die da zu Hause sind. Es geht um diese Heimeligkeit, weswegen wir gern nach Italien und andere Orte fahren, wo man dieses Alltagsleben, Stichwort Wäscheleinen, die hier wahrscheinlich kaum geduldet werden würden, wo man die sieht. Vor allen Dingen bedeutet aber das Wohnen in der Innenstadt, dass man doch eine relativ hohe Toleranz für innerstädtische Zumutungen aufbringen muss. Und da kommen natürlich auch die Events ins Spiel, also diese Feste, Gastronomie, Partygänger, Touristen, das alles in Balance zu bringen mit dieser Wohnfunktion, das ist natürlich auch ein Punkt. Und wenn es geht in Richtung Verantwortungsübernahme, geht es natürlich hier darum, dass die, die in der Innenstadt zu Hause sind, ob sie jetzt als Gastwirt, als Einzelhändler, als Verwaltungsmitarbeiter auch mitbeleben, dass die natürlich in diesen Events oder Festen auch eine Rolle spielen und dass sie sie mittragen. Also wenn alle die Stadt verlassen, die sonst da sind, und sagen, okay, wir überlassen es jetzt dem Fest, dann ist das wahrscheinlich keine gute Entwicklung. Bitte die nächste Folie. Man kann, wenn man jetzt sich von Wissenschaftsseite mal ganz rausstellt, verschiedene Entwicklungspfade von Innenstädten abzeichnen, die ganz schematisch sind, und dann gucken, wie weit oder wie sich das eigene Zielbild eigentlich zusammensetzt. Und da geht es wieder darum, wie viele Nutzungen gibt es eigentlich, wie groß ist die Bandbreite und wie groß ist die Diversität von Nutzungen. Also von Schlecker, was es nicht mehr gibt, bis Gucci, und auf der anderen Seite von Wohnen über all das, was ich in dem Automaten gezeigt habe, bis sonst wohin. Wenn man jetzt sehr fokussierte Innenstädte hat, es gibt ja auch einzelne Beispiele schon, wo die Innenstadt eben eher ein Outlet-Center oder irgend sowas ist, dann ist das eben so eine fokussierte Innenstadt auf ein Thema. Shopping-Center, man kann sich auch andere Themen vorstellen. Es gibt ausgezehrte Innenstädte, die man leider auch sieht, wo kaum noch etwas ist. Es gibt thematische Innenstädte, die wie Venedig, wo eben alles dem Tourismus, dem Event, dieser Besonderheit untergeordnet sind, und wo es ja inzwischen im starken Maße darum geht, die restlichen Bewohnerinnen zu behalten, damit es eben nicht immer weiter touristifiziert wird, weil dann diese Stadt eben auf sehr tönernen Füßen steht, nicht nur vom Wasser oder, sondern auch davon ausgezehrt. Und dieses Zielbild wäre ja eigentlich eine komplette Innenstadt, die das Alltagsleben, das Besondere, der Identifikationsort für die Stadt, aber auch natürlich nach außen wirkt. Und in diesen Konfigurationen, glaube ich, vielleicht kann man das nutzen, um mal zu überlegen, wo will man eigentlich hin und welches Zielbild verfolgt eben die jeweilige eigene Stadt. Bitte eins weiter. Der Blickwechsel in der Innenstadt. Letztes Jahr gab es diese Tagung in NRW zur Innenstadt, und dieses Machen, also Innenstadt machen. Die Frage war drüber, wir reden immer über die ganzen Krisen. Vielleicht ist es ja möglich, haben wir es verlernt, einfach was zu tun. Und dazu gilt es natürlich auch, vielleicht die richtigen oder mal andere Fragen zu stellen. Was ist eigentlich da möglich? Und nicht immer zu kommen, das ist nicht möglich. Wie will man Zukunft eigentlich haben? Muss die Innenstadt, weil sie eben die Innenstadt ist, immer ganz perfekt sein? Am Ende der Experimente-Begriff, der immer bemüht wird, aber eigentlich ist doch alles ein Experiment. Jeder, der einen Laden neu eröffnet, macht ein Experiment, ob das ankommt. Es geht darum, Leute zu finden, die Ideen haben für die Innenstadt, sich vielleicht manchmal auch zu fragen, was gab es noch nie, und das bewusst zu tun, aber rückwärts oder anders
gewandt, natürlich auch immer zu sagen, was wollen wir denn unbedingt erhalten? Und da kann nicht immer alles auf der Liste stehen, sondern eben vielleicht das, was wirklich allen sehr am Herzen liegt. Bitte eins weiter. Ich habe jetzt noch ein paar Beispiele versammelt, wie man in Innenstädten mit Events, ohne Events, was man da vielleicht alles tun kann und wie diese Nutzung aussehen. Das ist Bologna, jetzt etwas schon im Abenddämmer. Die bauen jedes Jahr eine große Kinoleinwand auf. Das machen ja viele Städte. Das Besondere dort ist, dass das Kino nicht abgeschottet wird, sondern dass ringsrum und auch nicht auf die Gastronomie so stark setzt, sondern dass die ganzen Restaurants, die um diesen großen zentralen Platz ringsrum sind, da sitzen alle und gucken auch Kino. Und dieses führt natürlich dazu, dass die Gastronomen mehr als einverstanden sind, dass es diese Vorstellung gibt und dass es nicht so ein zweigeteiltes Ding ist. Da ein Event und alle anderen machen nicht mit, sondern es wird ein Teil der Stadt. Bitte eins weiter. Eine große Umgestaltung, wo alle sagen können, naja, New York, aber vielleicht in Richtung das Unmögliche denken. 2009 wurde der Times Square stillgelegt, seitdem fahren da keine Autos mehr. Das ist ein Riesending, eine solche Ader, die quer durch die Stadt führt. Und es wurde zum Boulevard umgestaltet mit Sitzplätzen, wo man nicht unbedingt, die nicht zu den Restaurants gehören, mit Grün, mit einer Ausblicksterrasse und allem Möglichen. Also das war eine visionäre Entscheidung, die natürlich im Kleinen auch woanders stattfinden kann. Aber ich will eher auf diesen Charakter. Man hat sich mal echt was getraut. Es wurde als Experiment für ein Jahr, ein halbes Jahr eingeführt und dann eben beibehalten. Weiter, bitte. Ein kleines Beispiel aus Dortmund. Ich denke, in dieser Straße, die wahrscheinlich nicht die allerschönste ist, diese Schaukeln da aufzustellen, bringt ein ganz anderes Moment in diese Straße rein, an einem Ort, den man nicht mit Freizeit, mit irgendwie Vergnügen, mit sowas in Verbindung bringt, dann einfach sowas, was ja die ganze Zeit genutzt wird. Also Schaukeln gehen ja eigentlich immer weiter. Es geht so um kleine Verwandlungen, die mal was ganz Neues probieren. Hier in Zürich der MFO-Park, er soll zeigen, wie ein vertikaler Garten aussehen kann. Zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich den fotografiert habe, war er noch nicht so bewachsen, weil neu angelegt. Also Park in der Innenstadt, vielleicht braucht es manchmal ein anderes Aussehen, das muss nicht so sein, aber man kann eben nicht alles, was man da haben will, in der gewohnten Form unterbringen, weil man gar nicht so viel Platz hat und deswegen solche Versuche sind auch wichtig und gerade eben das Thema Aufenthaltsqualität, Grünflächen angesichts von Hitzesommern, die wir uns jetzt gerade nicht vorstellen können, kommt natürlich immer mehr. Eins weiter, bitte. Genauso Sport und Spiel. Meine immerwährende Frage, warum sind die schönsten Spielplätze der Stadt eigentlich nicht in der Innenstadt? Ich weiß, das gibt es an einzelnen Orten, aber Spielplätze werden ja immer irgendwo an den Rand gerückt, ins Ruhige. Und hier in Halle-Neustadt, diese Skaterbahn, wo alle Menschen, die daran vorbeigehen, wenn sie in diesem Zentrum unterwegs sind, natürlich gucken können, was da passiert, ob sich jemand fast den Hals bricht. Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil es ist auch ein Anlass, dahin zu gehen, stehen zu bleiben und deswegen ein Beitrag für Innenstadt, denke ich, kann eine gut überlegte Form von Spielplatz oder Sportangelegenheit auch sein. Bitte eins weiter. Aus Jerusalem dieses Bild, das ist ein Markt tagsüber, also ein Wochenmarkt, wo alles Gemüse und sonst was verkauft wird. Nachts verwandelt er sich in eine Bar, wo dann eben die tagsüber Gemüseverkaufsbuden dann eher zum Ausschank von Getränken genutzt werden. Das ist so eine Mehrfachnutzung, also nicht für alles einen neuen Ort brauchen, sondern eben andere Orte zu anderen Tageszeiten anders nutzen. Und da ist immer sehr, sehr viel los. Und noch eins weiter. Das hatte ich anders ansortiert von der Dramaturgie. Jetzt hier, ich glaube, der soziale Charakter von Innenstadt, weil häufig wird es in den Innenstädten ja eher als Problem erachtet, wenn die Zunahme von Wohnungslosigkeit, man dort im Stadtbild sieht, wo sollen die alle hin? Die Anlaufstellen hat niemand gern im Nachbarhaus, also von der Caritas oder von anderen Beratungsstellen. Ich denke aber, dass das Soziale, was in der Innenstadt oder die sozialen Probleme, die in der Innenstadt zu sehen sind, sollten vielleicht auch
gute Orte finden, wo man mit ihnen umgeht. Und das ist hier so ein Ort, Venziraste. Das ist ein Haus für ehemals Obdachlose. Unten gibt es ein Restaurant, oben einen Veranstaltungsraum. Also wo die Innenstadt auch ihr soziales Herz beweisen kann, an Orten, die eben auch eine Öffnung nach außen haben und damit zur Beschäftigung mit dem Thema anregen. Noch eins weiter. In dem ganzen Instrumentenset, was man in der Innenstadt so machen kann, haben wir hier abgetragen, wie groß sind eigentlich die Eingriffsnotwendigkeiten, wie hoch sind die Investitionen. Und da haben wir eine ganze Menge von den Ideen, die überall herumkursieren, aufgeführt. Und ich habe hier mal das, was man unter Events sehen könnte, markiert. Also meistens werden Events natürlich gern gemacht, weil die Eingriffstiefe ist nicht ganz so gering. Es ist allerdings, wenn man in Richtung Förderung Kunst, Kultur geht, bedarf es schon einiges an Investitionen. Also es gibt Dinge, die die Innenstadt jetzt mal versuchen, grundsätzlich anders zu interpretieren. Das sind andere, aber in diesem Konzert der Instrumente haben natürlich auch die Events einen Platz. Weiter bitte. Ich bin gleich fertig. Die Innenstädte sind, das ist immer das Grundverständnis, zentrale Knotenpunkte des gesellschaftlichen Lebens. Das wollen auch alle haben. Deswegen wird so viel darüber gesonnen und gesprochen. Sie sind die Netzknoten. Sie stellen eben die Begegnung verschiedener Gruppen sicher, wenn sie funktionieren. Bezugspunkt, Aufenthaltsqualität, Präsenz von Kultur, Politik und allem. Das haben wir ja die letzten Wochenenden in vielen Städten gesehen. Das sind die Wahrzeichen der Stadt. Was zeigt man jemandem? Wahrscheinlich oft die Gebäude der Innenstadt oder eben auch bestimmte Anlässe. Es geht um Alltäglichkeit auf der einen Seite und das Besondere auf der anderen Seite. Wenn jetzt die Innenstadt neu gedacht wird, geht es auch um eine Formulierung oder eine Neuformulierung dieses Innenstadtversprechens, weil die Innenstadt verspricht ja, wenn du dahin kommst, da ist etwas los. Auch ein Event. Es gibt was Neues, Interessantes zu sehen, was man sonst vielleicht nicht findet. Was Neues, Interessantes zu sehen bedeutet aber nicht nur bei Events, sondern eben auch im Sonstigen, was die Innenstadt an Veränderungen zu bieten hat. Noch eins weiter. Und jetzt noch drei Gedanken zentral zu Events. Ich denke, nicht jedes Event, was so vorzufinden ist, hilft unbedingt der Innenstadt. Es gibt eben die, wo dann die Hälfte flüchtet. Also es wird dann einfach die Bühne oder die Kulisse genutzt. Und nur weil viele Leute da sind, heißt es nicht immer unbedingt, dass es auch ein mannschaftsdienliches Event ist. Es gibt eine lange Auseinandersetzung mit dem Begriff Festivalisierung als kritischen Begriff eingeführt. Dabei geht es aber vor allen Dingen um die Unterordnung der Stadtpolitik unter bestimmte Großevents, dass das nicht nur segensreich sein muss. Die Events sollten von den Innenstadtnutzungen, das hatte ich ja schon gesagt, Institutionen und Bewohnerinnen auch getragen werden. Also dieses von innen nach außen, der gemeinsame Nutzen und das Einbinden von vielen, dass sich nicht aus der Gruppe, der sonst die Innenstadt beleben, dass sie sich dann nicht nur darüber beschweren. Vor allen Dingen sollten Events Anlass sein, auch die Innenstadt zu entdecken, weil ich glaube, dass wenn Menschen, Bewohnerinnen nur einmal im Jahr vielleicht oder zweimal die Innenstadt besuchen, dann haben sie deren Kartografie gar nicht mehr vor Augen und wissen vielleicht gar nicht, was ich wo finde. Und das findet man dann eben schneller im Internet. Also insofern sollte das ja Anlass sein, mal zu entdecken, ach, das ist dort, weil nur wenn man diese Kartografie der Innenstadt auch ohne weiteres abrufen kann, geht man dahin mit einem speziellen Ziel oder weil man was will. Sonst entsteht eben eine zusätzliche Hürde. Die Zahl der Events und die Dimension sowie Veränderungsdynamik, es gibt ja bei Events häufig die Tendenz, immer größer und größer und größer zu werden. Das wirkt sich insgesamt auf die Akzeptanz aus. Da muss man immer schauen, weil es geht natürlich immer um Lärm, es geht um Mobilität, Verkehrschaos. Es geht um die Frage, ist das wirklich so ein Ausnahmezustand? Ich denke sowas an Kieler Woche, was dort in der Stadt ja ohne weiteres toleriert wird, weil es eben so ein Traditionsding ist. Es geht aber auch manchmal
brechen Events dann auch ab, weil sie einfach schier zu groß geworden sind und dann eben vielleicht die Akzeptanz nicht mehr haben oder einfach mit dem Wachstum übertrieben haben. Also diese Balanceakte, die sollte man schon im Auge behalten. Letzte Folie und ich bedanke mich für das Zuhören, entschuldige mich für den wackeligen Anfang, aber Sie haben ja alle wahrscheinlich selbst schon Ihre Erfahrung mit den technischen Schwierigkeiten gesammelt. So, gut. Ricarda Petzold, vielen Dank für diesen umfassenden Eindruck. Ich finde es sehr spannend, diese Wechselwirkung, die Sie auch beschrieben haben. Ich habe mir gerade so die, es ist so ein bisschen, finde ich, die Frage nach der Henne und dem Ei. Also braucht es zuerst so ein bisschen konstante, belebende Elemente in der Innenstadt, egal ob jetzt ordentlich oder so ein bisschen bunt und divers, um dann ein Event besser etablieren zu können? Oder kann auch ein Event ab und zu einfach diese Sogwirkung haben, dass sich daraus ein bisschen was entwickelt. Das begleitet uns ja immer sehr viel hier in dieser Reihe. Was muss eigentlich so initiativ zünden oder wie kann es funktionieren, dass es einfach weitere und ein bisschen konstantere Kreise zieht? Dann haben wir jetzt, glaube ich, noch eine Menge Futter von Ihnen bekommen. Vielen Dank. Und dann gehen wir jetzt mal dahin, wo es funktioniert. Die EFI-Lichtungen etabliert seit 2015, glaube ich, wenn ich mich nicht verlesen habe und mich richtig erinnere. Klaus Wilhelm, um da jetzt mehr zu erzählen, noch quasi frisch von der Eröffnung gestern Abend gekommen, tätig beim Hildesheim Marketing und dort auch für das Projektmanagement zuständig. Und dann freuen wir uns insbesondere zu sehen und auch zu hören, was es mit den EFI-Lichtungen auf sich hat und wie sie so installiert sind in der Innenstadt und auch drumherum. Bitte schön. Dankeschön und ich bedanke mich für die Einladung, das präsentieren zu können. Ich würde die Regie auch bitten, meine Präsentation vielleicht für mich zu zeigen. Dankeschön. Die EFI-Lichtung haben wir gestern Abend auf dem Marktplatz eröffnet mit der Ministerin, mit unserem Oberbürgermeister und unserem Hauptsponsor EFI. Da will ich gleich drauf eingehen, ist unser Energieversorger in Hildesheim, die das Ganze seit Beginn an schon maßgeblich unterstützen und die eine Grundfinanzierung zur Verfügung stellen. Komme ich aber auch gleich nochmal drauf zurück. Wenn Sie gerne weiter. Wir betrachten die EFI-Lichtung Lichtkunstbiennale als ein Ausstellungsfestival mit ortsspezifischen Arbeiten zeitgenössischer Kunst mit Licht als Material und Medium im öffentlichen Raum. Das ist jetzt so der sehr theoretisch klingende Satz, aber gemeint ist, und das war von Anfang an so, dass wir bemüht sind, zeitgenössische Kunst zu zeigen und uns von Anfang an abgrenzen wollten von Lichtevents, die sehr schön sein können, die Illumination bedeuten, die Wohlfühl bedeuten, aber wir wollen dabei bleiben, dass Künstlerinnen da mehr Inhalt auch mit reinbringen können. Eben ist so der sehr schöne Begriff gefallen, Eingriffstiefe. Den habe ich mir mal aufgeschrieben und gemerkt. Und deswegen, ich glaube, die Bildstörung ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das nicht eine Eventisierung ist von einfach lustiges Theater in Detmold zu zeigen, sondern sehr, sehr gute, ernste Themen da auch zu präsentieren. Ich freue mich dann auch gleich auf die Präsentation. Und wir beziehen die Stadt mit ein. Also wir zeigen, öffentlicher Raum bedeutet draußen, aber auch in Innenräumen. Wir bespielen Kulturerbeorte, wo wir ziemlich viele haben. Hildesheim hat 47 Kirchen. Zwei davon sind Weltkulturerbe. Und wir nehmen aber auch Alltagsorte in den Fokus. In der Innenstadt von Hildesheim, jetzt begreife ich immer die Innenstadt jetzt nicht wirklich nur die Fußgängerzone und noch die Seitenstraße daneben, sondern schon auch, denke, den Randbereich der Innenstadt mit oder auch mal Bahnhof oder wir würden uns auch mal trauen, Brücken zu schlagen. Wir haben auch hier so die klassische Nordstadt hinterm Bahnhof, dass die auch mal einbezogen wird. Insofern Innenstadt jetzt nicht wirklich den Handel durch Kultur und Kunst ersetzen, sondern aber Wegebeziehungen knüpfen, dass Menschen einbezogen sind und trotzdem zu einem größeren Ganzen, was die Innenstadt mit den Randbereichen der Innenstadt und manchmal auch darüber hinaus verbindet.
Das ist uns ein Anliegen. Die bekannte Orte versuchen wir zu verändern unbekannte, unterbewertete Orte auch mal speziell hervorzuheben. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen durchstrukturiert. Mit Zielpublikum sind die Stadtgesellschaft in erster Linie, aber sehr, sehr gerne auch Gäste von außerhalb. Regional, überregional und im Austausch mit anderen, die ähnliche Projekte machen, auch gern international. Also wir haben jetzt einige Kuratorinnen auch zu Besuch, die kommen, und ich freue mich auch auf die nächste Saison, wo ich Festivals wieder besuche, und es ist ein reger Austausch. Anvisierte Besucherinnen sind an 4 Tagen geschätzt. Wir machen keine Messungen, ist so, wie es sich anfühlt. An 4 Tagen 30.000 Menschen. Gestern Abend würde ich mich das, meine These bestätigen, würde ich schätzen, es waren 5.000 Menschen unterwegs. Zwar haben sich Trauben gebildet, es haben sich erste Schlangen gebildet. Es ist so, von dem einen Ort zum anderen war wirklich so eine kleine Menschenmenge unterwegs und war interessiert und wollte und hat auch schon heftig diskutiert, was sie gerade gesehen haben. Und das ist für mich so ein sehr, sehr schöner Moment, dass es anfängt zu leben, auch bei den Menschen. Der Eintritt ist frei. Und wir versuchen, Kunst zu machen, die man gleich erfassen kann. Also da auch die Zugänglichkeit niedrig zu halten. Einmal weiter, bitte. Und das haben wir zusammengefasst in unserem kuratorischen Prinzip, dass wir, wie gesagt, Räume entdecken wollen und Kunst dafür aussuchen und die zusammenbringen, dass die sich ergänzen und gemeinsam zu was Größerem wachsen. Dann suchen wir, wie schon erwähnt, Kunstwerke, die einen direkten Zugang erlauben, wo man Kunst erkennen kann, wo man irgendwas spürt, sieht, sich konfrontiert oder inspiriert fühlt oder auch was ablehnt und darüber diskutieren möchte. Und auch nochmal als im Prinzip nochmal genannt, öffentlich zugängliche Räume dafür nehmen oder auch schaffen. Einen Ort aufgreifend und in ihn eingreifen. Wie unser Programm entsteht, ist, wir laden ein Künstlerinnen, die wir gut finden. Wir machen jetzt nicht einen Open Call zum Beispiel, weil wir finden, dass da machen sich so viele Menschen so viele Mühe und am Ende sind es 15 Arbeiten, die wir einladen können. Und es ist für die sich bewerben, ein Riesenaufwand und für uns das durchzusortieren. Also wir kuratieren das Festival mit den Ideen, die wir finden, und laden Künstlerinnen ein. Wir haben seit 2 Ausgaben das große Glück, dass wir hier im Landkreis die Hall Art Foundation das Schloss Derneburg erworben hat und dort ihre Sammlung zeigt. Und die sind sehr offen, mit denen können wir kooperieren. Die sind sozusagen ein Satellit der Biennale, dass wir bringen auch kostenlos Leute abends mit einem Shuttlebus dahin. Die können sich dann da einige Arbeiten, die auch mit Licht gemacht sind, angucken und fahren circa eine Stunde später wieder mit dem Bus zurück. Dann wird unser Programm bereichert einmal durch eine Kooperation mit unserer Hochschule für angewandte Kunst und Wissenschaft. Wir haben da von Anfang an immer ein Seminar angeboten, wo GestalterInnen, also es gibt einen sehr, sehr großen Bereich Gestaltung da mit diversen Kompetenzfeldern, aber auch Lighting Design, also Licht in der Architektur. Dort haben wir uns angedockt und haben gesagt, aber könntet ihr euch auch vorstellen, dass ihr mal über künstlerische Anwendung von Licht nachdenkt? Und das war von Anfang an sehr erfolgreich. Und auch in dieser Ausgabe sind 3 Projekte drin, wo sich Studierende zusammengetan haben und eine Arbeit auch auf dem Parcours in voller Größe zeigen. Dann haben wir eine Kooperation mit unserer Universität. Die hat ja den großen Schwerpunkt Kulturwissenschaft und da im Speziellen Kulturvermittlung. Und mit denen aber erarbeiten wir ein Vermittlungsprogramm, was in Projekten mündet, wo verschiedene Gruppen an die Kunst rangeführt werden und Ergebnisse produzieren, die wir auch sehr gerne im Festival zeigen. Da ist dieses Jahr zum Beispiel ein Park bespielt worden mit Lichträumen. Also man könnte auch despektierlich sagen, es sind Laternen,
aber diesen Begriff wollten wir nicht setzen, um das so einzugrenzen, sondern wir haben dann gesagt, es sind Lichträume und dieses ist viel, viel breiter interpretierbar, was das alles sein kann. Also haben sich HildesheimerInnen aufgemacht und haben Lichträume gebaut, die wir im Waisenhausgarten zeigen. Es sind geschätzt 60 oder sogar ein paar mehr, die da jetzt abends zu sehen sind. Und in dem Seminar an der Stiftung Universität kommen auch immer Führungen heraus. Also man probiert sich aus, mal abseits von klassischen Führungen, also auch dialogische Führungen zu entwickeln und auch thematisch festgelegte Führungen und so weiter. Einmal weiter bitte. Also wie schon gesagt, die Auswahl der Künstlerinnen durch die Kuration nach dem Prinzip, dass die Orte und Arbeiten sich ergänzen sollten. Wir finden immer manchmal zuerst die Orte in der Stadt und dann suchen wir konkret Arbeiten dafür und besondere Arbeiten, die wir finden, dafür suchen wir dann die richtigen Orte dafür. Das ist so unser Prinzip und da tun wir es uns manchmal auch schwer, bis wir da selber zufrieden mit sind. Wir sind durchfinanziert, ich habe es mal aufgelistet, im Sponsoring-Bereich haben wir 42%. Stiftungen und die Kommunen fördern uns mit 35% und dann sind wir mit Auftragsarbeiten oder Kooperationen, wo wir angefragt wurden, können wir Teil der Lichtungen sein, wie jetzt auch zum Beispiel das Landesamt, die angefragt haben, ob sie die Themen, die das Landesamt vertritt, in einer gestalterischen Form am Gebäude zu zeigen ist. Und das haben wir uns aufgemacht und das ist ein sehr schönes Ergebnis geworden. Kurz zur Struktur. Der Träger ist ein Verein, Internationale Kunst- und Kulturprojekte Hildesheim. Die Durchführung macht mein Arbeitgeber, Hildesheim Marketing GmbH. Ich darf mich als verantwortliche Leitung dafür verantwortlich fühlen. Und mit Lena Weißner bin ich zusammen auch Kuration. Wir haben ein hervorragendes Team, das sich aus Mitarbeitenden von Hildesheim Marketing und freien Mitarbeiterinnen zusammensetzt. Gerne weiter. Die Historie ist folgende, dass wir 2015 hier ein Stadtjubiläum gefeiert haben, 1200 Jahre Hildesheim, und dass das damals auch schon als Kulturprojekt gedacht wurde und man zwei Kulturwissenschaftlerinnen und mich gefragt hat, ob wir dieses Projektbüro sein wollen. Und habe ich dieses Format Licht in der Kunst und das im öffentlichen Raum kennengelernt. Und habe mein Interesse dahingehend intensiviert, dass ich dann vorgeschlagen habe, wollen wir nicht zum Ende des Jubiläumsjahres, zu diesem Zyklus von März bis November, am Ende draußen im Dunkeln für alle Menschen zugänglich ein Abschlussevent schaffen. Künstlerisches Abschlussevent. Das fand man gut und das fand man im Ergebnis auch sehr gut, so dass wir ab dann gefragt wurden oder den Auftrag hatten, macht das jetzt bitte mal alle 2 Jahre. Und so ist es dann. Wir sind dann von Oktober in den Januar gewechselt, führen wir es seitdem als Biennale immer Ende Januar durch. Und es war auch wegen Corona kurz unterbrochen, weil 22 im Januar, da war das nicht durchführbar. Deswegen sind wir da nochmal nach hinten gerutscht und sind aber, wie jetzt gesagt, wieder im Januar angekommen. Einmal weiter. So, ich will mal ein paar Beispiele nennen, dass das mal vor Augen plastisch wird, was das ist. Gerne weiter. Das ist in 2015 haben wir hier im Römer Pelizeus Museum, unserem kulturhistorischen Museum, eine Arbeit gezeigt, die damals auch schon sich mit Mikroorganismen oder mit Mikroplastik, Entschuldigung, im Wasser beschäftigt hat. Also in diesem kleinen Aquarium ist ein Wasser, was angereichert ist mit Mikroplastik. Da sind Glasbausteine versenkt und es wurde Lichter drauf geschickt und so wurde diese thematische Setzung in einer sehr schönen Ästhetik im Umraum gezeigt. Echt nicht? Warum sind sie alles? Da! Aber ohne. Warte gerne. Ja. Hier sind wir dann hingegangen mit einer Arbeit, da richtig in eine Shopping Mall. Die war damals noch nicht so sehr alt. Die hat Hildesheim erst kurz davor bekommen, die Arnigen-Galerie. Und wir haben angefragt, ob wir in einem Leerstand Bilder projizieren können von Catherine Barlet, die sich zum Thema gemacht hat, Fotografien zu kreieren mit rein künstlichem Licht. Also die sind, und zwar künstlichem Licht durch Mediennutzung.
Die sind entstanden durch Handynutzung, durch vom Computerbildschirm sitzen. Und sie hat sich so Motive aus der klassischen Malerei ausgesucht und hat von denen inspiriert solche Fotos gemacht. Und wir haben da einen ziemlich weit um die Ecke gehenden Leerstand mitten in so einer Shopping Mall nutzen können. Gerne weiter. Hier sind wir dann ganz anders. Die Michaeliskirche, Teil des Weltkulturerbes in Hildesheim, ist ja nicht so weit von der Innenstadt weg. Und da gibt es ja auch ein Weltkulturerbeband auf dem Fußboden, was den Marktplatz mit den Welterbestätten verbindet. Da ist Band beleuchtet und spezielle Straßenlaternen sind damals entwickelt worden. Und wir haben damals eingeladen Jürsen und Kästner, ein Duo aus Köln, die eine Projektion entwickelt haben, die drinnen und draußen auf die Michaeliskirche projiziert wurde. Und sie haben sich sehr mit der Architektur der Kirche beschäftigt und diese dann wieder in ihre Projektion einfließen lassen. Und es war eine sehr berührende Darstellung, im Dunkeln in dieser Kirche zu sitzen und quasi zu sehen, wie Räume sich verschieben und wie sich durch die Architektur aufgreifend mit dem Raum was tut und mit einem selber auch was tut. Gerne weiter. Dann haben wir auch natürlich, und das war uns auch von Anfang an ein Anliegen, und das ist auch jetzt noch unser Festivalzentrum sozusagen, der Marktplatz. Dass wir da eine Projektion gezeigt haben, Kurt Laurenz Theinert, Licht hören, Klang sehen. Er hat ein Visual Piano kreiert und hat damals auf dem Marktplatz in fast 360-Grad-Panorama sein live abgerufene Lichtbilder, die auch nicht vorprogrammiert sind und einfach nur ablaufen, sondern die er wirklich auf einer Synthesizer-Klaviatur verändern kann im Live-Spiel und das live zusammen mit einem Musiker. Wir haben ihn jetzt eingeladen, für diese Ausgabe nochmal zu kommen und machen ein bisschen was genau das, aber in anderem Kontext, nämlich in unserem Mariendom, auch Weltkulturerbe. Und er macht es zusammen mit der Dommusik, mit den beiden Domorganisten. Immer eine halbe Stunde. 500 Menschen gehen in unseren Dom und sehen, wie er den Raum im Dom damit eben auch verändert. Gerne weiter. Hier ist eine studentische Arbeit von der HBK Saar, die damals eine Kooperationspartnerin war. Maria Elena Schmidt hat auf dem auch gerade neu renovierten und um diesen Bau ergänzten Dommuseum eine Arbeit gezeigt. Das ist eine Videoarbeit, wo sie quasi das Gebäude perforiert hat und die Fäden waren in dem Film zu sehen, wie die da reingenäht wurden, wie die da rauskamen, wie die aber auch zurückgezogen wurden. Und das ist heute noch ein Highlight. Man trifft immer noch jetzt nach 8 Jahren Menschen, die sagen, das war mein Highlight. Das war damals eine studentische Arbeit. Gerne weiter. Und hier eine ikonische Arbeit, einfach von der Atmosphäre her. Das ist die Michaeliskirche von weiter weg. Da hinten ist ein schöner Park, der auch zum Bistum gehört. Und da haben wir Dandelions eingeladen von Olivia Daboville, die aus Plastikflaschen gestaltet waren. Und die Menschen konnten in diesem Park zwischen den beleuchteten Pusteblumen herumlaufen und im Hintergrund eben unsere Stadt. Und wenn man rechts ist noch ein Turm, der ist auch so leicht eingefärbt. Das war eine weitere Arbeit von Guijou de Lyon aus Mexiko. Da haben wir unseren Andreas-Kirchturm, der in Wurfweite des Marktplatzes steht, mit einer Projektion von ihren mit mexikanischen Bildmotiven, die zum von Leichnamstag gezeigt werden. Gerne weiter. Und auf einem Gebäude, das war damals eine Landeszentralbank, nicht war damals, sie war schon nicht mehr drin, aber früher eine Landeszentralbank, die steht an einer Durchgangsstraße, Einfallsstraße nach Hildesheim in die Innenstadt rein. Tom Groll hat das Thema Bank aufgegriffen und hat damals noch bewusst D-Mark-Scheine hergenommen, hat die Bildmotive genommen und hat sie vermorpht sozusagen, dass immer in einer Schleife, in einer Endlosschleife, die Bilder ineinander übergegangen sind. Also da war nach dem 10-Euro-Schein erschien das Bildmotiv des 50-Euro-Scheins aus einer 5 und so weiter und so weiter. Und ist auch sofort spontan sehr gut bei den Menschen angekommen. Gerne weiter. So, springen wir zu 2018. Ich bemühe mich mal ein bisschen schneller voranzuschreiten. Christine Sculli hat in der Heiligkreuzkirche eine Arbeit gezeigt mit, weiß ich nicht, 1,5 Kilometer Tüll, der zusammengeknüllt wurde und hat Lichtmuster auf diesen Tüll, sodass die Leute in der Kirche auf dem Fußboden in den Bänken lagen
und das auf sich haben wirken lassen. Gerne weiter. Die Kirche steht auch ziemlich innenstadtnah, direkt hinter quasi C und A in der Seitenstraße. Diese Kirche. Hier sind wir gegangen in den sogenannten Kehrwiederwall, der ehemalige Käsekeller. Das ist wirklich nicht ein Bunker, aber das ist so ein. Früher wurde der genutzt, um Sachen zu lagern, um Sachen zu kühlen in den Wallanlagen. Und der ist zugänglich, war damals zugänglich. Und wir haben Margarete Hesse gebeten, diesen Raum zu nutzen mit einer Laserinstallation, Laser und Spiegel. Also auch dieses, das steht für das Beispiel, wirklich besondere Orte zu finden. Rainer Plumm hat mit seinem kristallinen Raum auch eine Laserarbeit im Untergeschoss, quasi im Keller der Stammelbach-Speichergalerie, diese Arbeit gezeigt. Gern weiter. Hier sind wir zurück auf dem Marktplatz. Das war damals Robert Sohatzky, der diesen Marktplatz wirklich 360 Grad panoramamäßig bespielt hat. Und Robert saß 10 Tage in diesem Container in der Mitte des Bildes und hat wirklich live diesen Marktplatz gestaltet. Mit Bildern aus seiner Kindheit, mit Bildern aus Literatur, und hat uns diese Arbeit geschenkt. Gerne weiter. Xenorama hat die Andreaskirche von innen, die Decke bespielt im Hauptschiff und hat eine Arbeit gemacht aus Licht und Sound und ist dann auf das Göttliche und Himmlische gegangen, so dass sich im Bild visuell nachher die Decke geöffnet hat und man dann den Nachthimmel in der Kirche sehen konnte. Also auch eine sehr ikonische Arbeit. Gerne weiter. Und hier sind wir dann zurück zum Dom und haben mal gefragt, wir würden gerne ja auch schon mal in den Dom kommen. Das war damals noch nicht, auf jeden Fall sehr gerne, sondern der Dom ist ja ein Gotteshaus. Und dann haben wir aber gesagt, aber ihr habt doch selber eine Lichtkunstarbeit da drin. Dieser Hezilo-Leuchter, der müsste jetzt lügen, aber fast 100 Kerzen hat, die noch von Hand angezündet werden können. Und dann haben wir das zur Arbeit gemacht, dass der Küster jeden Abend diesen Leuchter runtergelassen hat, hat die Kerzen angezündet, hat ihn wieder hochgezogen und man hat gewartet, bis die Kerzen von selber erloschen sind. Und da sind Tausende von Leuten, haben das genutzt und sind in den Dom gekommen. Springen wir zu 2020. Gern weiter. Hier haben wir einen Eingriff in die Stadt gemacht und das ist ein Tunnel, der in die Nordstadt führt, eine dreispurige Straße. Die haben wir sperren dürfen. Da hat die Verkehrsbehörde mitgemacht und da hat auch der Stadtverkehr und der Regionalverkehr mitgemacht, weil das ist eine Hauptbuslinie auch. Aber da war die Veranstaltung schon so in den Köpfen der Menschen drin, dass die sich wirklich Mühe gegeben haben, zu überlegen, kriegen wir das möglich gemacht? Und sie haben es hingekriegt. Die Busse haben davor angehalten, die Menschen sind durch die Kunst gelaufen und sind am Bahnhof wieder eingestiegen in die Busse und sind weitergefahren. Also, und das ist auch zu dem Stichwort Menschen mitnehmen bei Events. Da kann man sehen, dass wir es doch geschafft haben, über die Jahre wirklich hier Menschen mitzunehmen, die uns gerne helfen, solche Dinge zu ermöglichen. Das ist unsere Literaturkirche, die damals auch noch relativ jung war und Hartung und Trends haben eine Arbeit gezeigt, immer und ewig. Die Kirche steht richtig gegenüber. War mal eine Citykirche und steht gegenüber der Galeria Kaufhof, die vorletzte Woche leider schließen musste und ist heute Literaturhaus und immer und ewig über 3000 Wortpaare, die dies immer wieder spielen, wurden da über die Decke geschickt in einem Video und die Leute lagen auch auf dem Fußboden und haben das gelesen und sich ausgetauscht. Gerne weiter. Eine interaktive Arbeit im Generalvikariat, auf dem Gebäude des Generalvikariats im Domhof. Klaus Obermeier hat diese Strukturen, stellt diese Strukturen zur Verfügung und wenn Menschen sich davor ins Bild stellen, erscheinen sie selber im Bild und können die Arbeit mit verändern. Gerne weiter. Das ist unser Landgericht. Das ist auch am oberen Ende der Innenstadt, wo die Durchgangsstraße Kaiserstraße vorbeigeht. Hat Nathalie Junon-Ponsard mit Scheinwerfern, die Farbe ändern können, in einem vorher festgelegten Ablauf jede Seite, also 3 von 4 Seiten haben wir bespielt, dieses architektonisch als teilweise hässlich empfundene Gebäude, aber ästhetisch sehr, sehr aufgewertet. Ich finde das in der Grundstruktur gar nicht so unbedingt hässlich. Es ist ein Gebäude seiner Zeit. Es ist eine Betonstruktur davor gehängt.
die wir wunderbar nutzen konnten, um diese plastische Lichtarbeit zu zeigen. Gerne weiter. Hier haben wir in der Glashalle der Sparkasse. Das war damals so das Immobilienzentrum der Sparkasse, links und rechts Verwaltungsgebäuden und verbunden durch so ein Glasdach und Glasvordern, Glasrückwand. Sebastian Keit hat, wir haben einen Wasserspiegel da reingelegt, eine leuchtende Scheibe und einen Ballon, der darüber in Bewegung gesetzt wurde. Gerne weiter. Die haben wir auf dem Hohen Wall gemacht, was die Innenstadt umgibt, auch mit dem Hintergrund der Michaeliskirche. Gerne weiter. Ich merke schon, ich glaube, ich muss ein bisschen zum Ende kommen. Leuchtende Häuser, Refugium in unserem Ernst-Ehrlicher-Park über einer Wasserfläche. Gerne weiter. Dann kurz noch, ich mache das jetzt ein bisschen schneller, 22, eine Laser-Nebel-Soundarbeit im Domhof auch, direkt vorm Dom. War ziemlich brachial, war auch ein bisschen umstritten. Hier haben wir unsere Michaeliskirche mit Plastik eingepackt von innen und die Menschen durften da drin rumlaufen. Hier haben wir unter dem Marktplatz die Tiefgarage leergeräumt mit von Autos und haben eine Licht-Sound-Installation, die sich mit Überflutung und Regen beschäftigt hat und Klimawandel reingesetzt. Eine weitere. Eine studentische Arbeit, sehr, sehr toll in einem Spiegelraum, auch interaktiv. Man konnte die Muster und Formen beeinflussen, wenn man vor der Kamera stand. Weiter gerne. Hier eine analoge Arbeit, auch von der HWK. Einfach diese Baustellengitternetze zu einer Skulptur gebaut, einen Labyrinth und Licht drauf geschickt. Gerne weiter. Und jetzt kommen wir kurz noch zur aktuellen Ausgabe. Da habe ich auch nur drei Beispiele. Wir haben jetzt die Michaeliskirche mit farbigen Spiegeln geflutet, schicken weißes Licht da drauf, von der Decke runter und von den Seiten runter. Und die ganze Kirche wird zu einem fulminanten Farbraum. Gerne weiter. Diesen Mond. Und hier sieht man mal, wie Kunst in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich wirken kann. Museum of the Moon wird immer gerne eingeladen, ganz breit, auch mal bei Musikfestivals, auch mal in lauen Sommernächten in den Park gehängt und hier über einer Wassersituation einer Stadt. Und wir haben ihn in unserer Andreaskirche, in unsere Stadtkirche gehängt. Und der hängt da wirklich gut proportioniert in 7 Metern Durchmesser in dieser Kirche. Und alle sind gestern Abend da sehr, sehr ehrfürchtig reingegangen und waren fasziniert. Gern weiter. Einer ist die Arbeit dieses Mal, die sieht jetzt aktuell anders aus. In dieser besagten Glashalle, wo wir den Wasserspiegel hatten, ist eine 25 Meter Stoffbahn unter die Decke gehängt an 25 Motoren, die mit Sound und Licht bespielt wird und sich ändert und die Menschen auch auf dem Teppich drunter liegen und die Arbeit auf sich wirken lassen. Gern weiter. Und hier dann zum Abschluss, das ist ein Standbild der Arbeit, die wir auf dem Landesamt zeigen, Transformation 2.0 Synaptic Growth, die die Fassade des Landesamtes eben aufgreift und verändert, verformt und die Themen, also man sieht diesen runden Kreis in der Mitte, der wird dann irgendwann fast zum EU-Symbol. Und irgendwann kommt der Landkreis ins Spiel, wofür das Landesamt steht. Und das war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Und wir haben diese Idee gemeinsam mit Abbis aus Amsterdam entwickelt. Dann wäre ich auch durch. Vielen Dank. Lars Wilhelm, wir danken auch für die wunderbaren Visualisierung. Ich hätte sie natürlich auch nur äußerst ungern. Wahrscheinlich hätten wir uns alle noch in viele verschiedene Motive vertiefen können. Aber wir sind ja auch hier, um Menschen zu motivieren, in die Welt zu gehen. Das heißt, ein Ausflug nach Hildesheim ist ja jetzt quasi ein Muss in den kommenden Tagen. Es gibt aus dem Publikum auch gleich eine Frage, die ich gern schnell dranhänge. Sie haben natürlich auch von Ihrer Aufteilung der Kosten durch die verschiedenen Sponsoren und Kooperationen gesprochen. Kurzer Hinweis für alle anderen noch. Nathalie Schmidt sitzt hier auch vom Ministerium. Mögliche Fragen zu Förderungen können wir auch aufgreifen. Aber zunächst an Sie, Herr Wilhelm, die Nachfrage, was kosten denn die EFI-Lichtungen so rund um alles? Ihr Mikro ist noch aus. Entschuldigung, wir sind bei einem Gesamtbudget von um die 270.000. Durch Kooperationsprojekte diesmal leicht mehr. Aber ja, das war immer so mal 10.000 mehr, mal 20.000 weniger.
Schön. Dann soweit ich weiß, gibt es im Moment keine Nachfragen und im Zeitplan sieht es noch ganz gut aus. Aber natürlich sehen wir uns auch gerne das zweite Projekt an. Wir können auch danach dann gerne noch weiter diskutieren, wenn es noch Rundumfragen gibt, die vielleicht verschiedene Aspekte noch verbinden. Aber wir freuen uns natürlich auch auf Sabine Kuhfuß aus der Stadt, von der Stadt Detmold, vom Kulturteam. Jetzt kommen wir quasi vom Licht zum Theater und sind sehr gespannt, was die Bildstörung in Detmold so auf die Beine stellt und was sie dort bewirkt. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen eingeladen zu werden. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen dem Klaus Wilhelm zu verdanken, der mich empfohlen hat. Und wir haben uns ja in unseren Präsentationen nicht abgesprochen, aber ganz viele Dinge als Ausgangspunkt und Ansatzpunkt Kunst und Kultur zu gestalten, auch im öffentlichen Raum zu gestalten, werden Sie gleich in meinem Vortrag wiederfinden. Ich habe zwei kurze Videoeinspieler während des Vortrags und der erste kommt jetzt schon, das Festival 2022. Ob Sie mich jetzt parallel verstehen. Das ist ein Videoeinspieler, der in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule OWL mit dem Fachbereich Medienproduktion von Studierenden erstellt worden ist. Ja, die Bildstörung ist ein zweijähriges Festival für darstellende Kunst im öffentlichen Raum, das sich schwerpunktmäßig mit dem transformativen Potenzial von Kunst und Kultur in urbanen und ländlichen Raum mit dem spielt. Ja, und wo findet das Ganze statt? Das Ganze ist in Detmold. Detmold, eine Stadt wirklich nicht weit von der nordrhein-westfälisch-niedersächsischen Landesgrenze entfernt mit 73.000 Einwohnern. Und in der Einteilung gehören wir zum Cluster ländlicher Raum, wobei Detmold selbst eine Stadt ist, die als Sitz der Bezirksregierung und auch mit zwei Hochschulen relativ geprägt ist. Das Festival insgesamt versteht sich oder ist ein kulturelles Leuchtturmprojekt für die Stadt und gilt in der Region und gilt als eines der herausragenden Festivals für darstellende Kunst im öffentlichen Raum. Das Ganze durchgeführt wird durch das Kulturteam. Ich bin vom Kulturteam der Stadt Detmold und das Kulturteam ist die kommunale Kulturverwaltung, die neben den anderen Aufgaben einer kommunalen Verwaltung natürlich den Schwerpunkt auf die Förderung der Kultur im öffentlichen Raum gelegt hat. Parallel zu meinen Folien, jetzt kann auch die nächste gezeigt werden, sehen Sie auch immer kleine Bilder, die ich aber dann nicht immer erkläre. Das Festival ist auch ein produzierendes Festival. Hier jetzt ein Bild aus einer Co-Produktion, von einer Co-Produktion. Das heißt, wir entwickeln mit KünstlerInnen zusammen Produktionen für den öffentlichen Raum, die dann in Form von Residenzen im Hangar 21 entwickelt werden.
Die nächste Folie, danke. Ja, und wie ist das alles entstanden? 1991 gab es den ersten Detmolder Bildstörungstheatermarathon, der von einer freien Gruppe, die in einem selbstverwalteten Kulturzentrum saß, und es war eine deutsch-französisch-schweizerische Gruppe, für einen Tag diesen Bildstörungsmarathon inszeniert hat. Und im Laufe der nächsten Jahre war das so, dass mein Vorgänger weitere Festivals mit Theater im öffentlichen Raum 1992, 94, 96, 98, 2002 eher in der Tradition eines traditionellen Straßentheaters inszeniert hat. Und seit 2004 ist eine Zäsur eigentlich in der Festivalgeschichte, denn 2004 kam die Agentur, die in Holzminden, gehört ja zu Niedersachsen, zweijährig bis dahin am Pfingstwochenende das Festival durchgeführt hat, ist auf die Stadt Detmold zugekommen, weil in Holzminden der Niedersachsentag war, es konnte nicht zwei Festivals parallel stattfinden, und hat bei der Stadt Detmold angefragt, ob sie über Pfingsten 3,5 Tage ein Festival im zweijährigen Rhythmus, ja, ob sie dafür engagiert werden könnten. Und die Stadt Detmold hat dem zugesagt, und die Agentur, die das Festival in Holzminden immer noch durchführt, hat mit dem wechselnden Namen von internationalem über europäischem Straßentheaterfestival in dem Rhythmus 2-4, 2-6, 2-8 das Festival als Wettbewerbsfestival in Detmold durchgeführt, und seit 2010 ist das Festival originäre Aufgabe der kommunalen Kulturverwaltung. Das heißt, dieser Vertrag über 3 Editionen lief aus, und es war die Frage, wie geht's weiter? Der damalige Bürgermeister hat mich und meinen Kollegen gefragt, wollt ihr das Ticket? Und das Ticket hieß halt künstlerische Leitung, Organisation und Durchführung des Festivals erfolgen durch das Kulturteam der Stadt Detmold. Das Festival hat sich von einem Wettbewerbsfestival entwickelt zu einem Festival, ja, von der Stadt für die Stadt. Noch ein paar Zahlen und Daten. Ja, im zweijährigen Rhythmus werden ungefähr 20 bis 24 internationale Kompanien eingeladen. Das heißt, während dieser 3,5 Tage sind circa 120 Künstlerinnen in Detmold zu Gast. Spielorte, wir haben immer 10 bis 12 Spielorte, das sind Parks, Hinterhöfe, innerstädtische Plätze, Industriebrachen, Fußgängerzonen oder aber auch Areale städtebaulicher Transformation. In dem kleinen Videoeinspieler konnte man das gut sehen. Es gab eine Einstellung, eine Drohneneinstellung auf ein Gebiet, wo man rechter Hand dann diesen Schriftzug Temde lesen konnte. Das ist eine alte Industriebrache gewesen, die mittlerweile aber abgebrochen ist und dem Erdboden gleich ist. Also das, was wir im Jahr 2022 dort bespielt haben, sowohl an Außengelände als auch im Gebäude selber, davon ist nichts mehr da. Es gibt eine städtebauliche Planung für ein Wohngebiet. Und eine zweite Gruppe, die in dem Einspieler zu sehen war, die saßen auf einem Gabelstapler. Das ist eine Bespielung gewesen, die wir in einem Konversionsgebiet der ehemaligen britischen Armee gemacht haben. Ja, Besucherinnen. Ich habe mal die Zahlen von 2018 genommen, da waren es 80.000, 2022 Corona-bedingt dann weniger, nur 40.000. Wir haben 2020 ausgesetzt und haben in 2021 eine sogenannte Corona-Proof-Edition gemacht. Das heißt, wir haben im August an 3 Wochenenden unabhängig Straßentheatergruppen oder Gruppen, die im öffentlichen Raum inszenieren, auftreten lassen. Die Frage kam ja auch eben schon bei Klaus Wilhelm, was kostet das Ganze denn eigentlich? Das sind jetzt Zahlen so roundabout. Unsere Kalkulationen von 2022 waren eine Gesamtkalkulation, Gesamtaufwendung von 356.000 Euro. Davon übernimmt die Stadt Detmold einen Part von 192.000 Euro. Das heißt, die Stadt Detmold steigt alle 2 Jahre in eine feste Förderung oder ein festes Budget für das Festival von 192.000 Euro. Förderungen, die ich reinschreibe, sind 87.000 Euro. Den größten Anteil, der kommt vom Land NRW. Seit 20
20 bekommen wir auch eine, oder 2020 genau, bekommen wir alle 2 Jahre eine Festbetragsförderung aus dem Theaterreferat von 50.000 Euro. Dann haben wir Sponsormittel von 50.000 Euro und dann gibt es nochmal Sonstiges, das sind Standgebühren, Merchandise-Verkäufe, Spenden, die eben auch eine Rolle spielen. Wichtig ist dann vielleicht auch bei Zahlen und Daten noch zu erwähnen, dass dieses Festival Mitglied in dem von der EU geförderten Netzwerk In situ für künstlerische Kreationen im öffentlichen Raum ist und dass wir jetzt auch wieder zum Beispiel mit diesem geförderten Netzwerk in eine neue Förderperiode einsteigen und eben versuchen, auch EU-Mittel für das Festival zu akquirieren. Gerne die nächste Folie. Und die nächste Folie ist auch schon wieder der Einspieler vom Festival 2018, aber mit völlig neuen und völlig anderen Perspektiven. Das waren jetzt wieder ganz andere, gerne schon die nächste Folie. Das waren jetzt nochmal ganz andere Perspektiven auf das Festival. Und dann stellt sich einfach als grundlegende Frage, warum machen wir Kunst und Kultur im öffentlichen Raum? Und die Frau Petzold hat ja vorhin auch schon darauf hingewiesen, geht es um eine Eventisierung oder eine Festivalisierung? Und das Prinzip ist eigentlich, dass der Ausgangspunkt ist, dass Theater, Tanz und performative Kunst im öffentlichen Raum durch den Dialog und das Aushandeln der Grenzen zwischen Künstlerin, Ort und Publikum wirken. Und das Festival versteht sich in diesem Zusammenhang als Teil der kulturellen Vielfalt in Detmold und füllt die Stadt mit Leben. Kunst und Kultur im öffentlichen Raum eröffnen auch eine niedrigschwellige Möglichkeit der Teilhabe an Kultur, denn der Großteil unserer Veranstaltungen sind eintrittsfrei. Man muss kein Ticket kaufen, muss keine Schwelle eines Theaters überschreiten. Die Zugänglichkeit ist für alle vielleicht doch nicht, aber für viele gegeben. Wir verstehen den öffentlichen Raum als demokratischen Ort, an welchem Kunst neue Perspektiven schafft, als Ort der Begegnung und Diversität, als Agora, die soziale Auswirkungen haben und menschliche Werte schaffen kann, als Bühne, die künstlerisches Schaffen in direkter Form offenbart. Wichtig ist, in dem, wie wir Kunst und Kultur im öffentlichen Raum verstehen, auch dieser Begegnungsaspekt und der Kunstaspekt. Und dann
Ganz kurz noch, gibt es Best-Practice-Kriterien und an erster Stelle steht für mich, das muss jetzt nicht allgemeingültig sein, aber auch bei dem Festival-Bildschirmung an erster Stelle steht die Kuration. Denn die Frage, das hat der Klaus Wilhelm eben auch gesagt, das ist, wir kuratieren das Festival. Es gibt nicht die Möglichkeit, sich zu bewerben. Wir haben kein großes Bewerbungsverfahren, wie es mal war, sondern das Festival funktioniert über Sichtung, über Netzwerke, über Beziehungen. Das Festival funktioniert darüber, sich in die Stadt zu begeben, ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Produktionen wirken im Zusammenhang von Künstlerin, Ort und Publikum und der Idee der Kuratorin oder des Kurators. Und bevor man sowas alles inszenieren kann oder initiieren kann für eine Stadt, steht die politische Akzeptanz des öffentlichen Raumes als Ort künstlerischer Freiheit und Kreativität. Und da haben wir einfach in Detmold das ganz große Glück, dass das in der städtischen Kulturpolitik oder in der Politik der Stadt Detmold überhaupt völlig außer Frage steht. Es ist einfach so, dass dieses Festival gesetzt wird, dass die Fördermittel gesetzt werden und dass das als ein wesentlicher Moment für Kunst und Kultur und für Begegnung in der Stadt gesehen wird. Wichtig bei der Kuration ist auch, man hat das vielleicht an den beiden Filmen auch gesehen, die unterschiedlichen Formate zu bedenken und zu beachten. Die verschiedenen Genres, die unterschiedlichen Orte, die Themen, auch Vermittlungsangebote nicht zu vergessen, Partizipationsmöglichkeiten. In dem letzten Film konnte man dieses große, ja, es sollte das Hermannsdenkmal sein, diese große Pappskulptur, die von dem Künstler Olivier Grostet in einem partizipativen Prozess eine Woche lang im Hangar 21 sind Kartons geknickt worden für diese Pappskulptur, die dann wiederum in die Stadt runtergefahren worden sind und dort an dem Festivalwochenende zu diesem ja, stilisierten Hermannsdenkmal von allen, die mitgemacht haben, zusammengesetzt worden sind. Und es ist ein ganz großes Gefühl von Gemeinschaft und von Zusammen und das ist unser Festival und das ist unsere Stadt entstanden. Ich überlege gerade, vielleicht einfach die nächste Folie. Das sind jetzt zwei Bilder, die kommen von der Gruppe Théâtre Fragile. Ist ein Beispiel dafür, mit ganz poetischer Kunst im öffentlichen Raum partizipativ in die Stadtgesellschaft mit einzubeziehen. Théâtre Fragile ist eine Gruppe, die seit 2013, also seit jetzt auch etwas mehr als 10 Jahren, ihren Sitz im Hangar 21 hat, wo der kuratierende Aspekt dann auch nochmal eine Rolle spielt mit dieser Gruppe, die in Detmold für den öffentlichen Raum produziert, auch ganz eng zusammenzuarbeiten. Und es ist einfach nicht nur so, dass wir Installationen, Platzinszenierungen schaffen, sondern wir schaffen auch Landschaftsinszenierungen. Das nächste Bild, was jetzt zu sehen ist, ist aus dem Jahr, jetzt muss ich überlegen, 2016, eine große Landschaftsinstallation des französischen Komponisten Pierre Sauvageau, der ein Areal am Hangar 21 eine Woche lang mit akustischen Klangspielen, die durch Wind betrieben worden sind, initiiert hat oder inszeniert hat. Und das Publikum konnte eine Woche lang diese Ausstellung besuchen, also dieses Konzept des Festivals, was findet statt oder was zeigen wir im öffentlichen Raum, ist eben, es ist Installation, es sind Platzbespielungen, es sind Audio-Walks, es sind teilweise Indoor-Bespielungen, es ist Sprechtheater, es ist Maskentheater, es ist neuer Zirkus, es ist zeitgenössischer Tanz, also dieses ganz große Feld der Künste im öffentlichen Raum oder der Künste, die sich eben den öffentlichen Raum als Bühne gewählt haben, die versuchen wir in Detmold auch zu zeigen. Und nochmal zusammenfassend, Kunst und Kultur sind einfach von großer Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie sind vor allem Quelle der Inspiration und Irritation. Sie setzen Impulse für das Nachdenken über Gesellschaft, aber auch für unser konkretes Handeln und bieten eine Möglichkeit zum Austausch und zur Begegnung. Das ist so für uns die Motivation, das in Detmold zu initiieren.
Ja, und alles andere kann gelesen werden. Das war meine kleine Präsentation. Das nächste Festival, vielleicht jetzt die letzte Folie, das ist nochmal die Atmosphäre, die sich so dann auch als Begegnungsatmosphäre am Rand der Aufführungen bietet. Und dann die ganz letzte Folie, das müsste nämlich nochmal der Hinweis sein, dass vom 17. bis zum 19. Mai das Festival Bildstörung in Detmold wieder stattfindet. Und wenn Sie gut rechnen, dann merken Sie, es sind nicht mehr 3 Tage oder 3,5 Tage. Es werden nur noch 2,5 Tage sein, denn das Budget, was ich eben genannt habe, ist stagnierend. Und mit den aktuellen Steigerungen der Kosten können wir quasi die 3,5 Tage nicht mehr halten, sodass wir auf 2,5 Tage gegangen sind. Also es gibt permanente Veränderungen, die sich aber dann auch eben in einer Reduktion oder in einer Kürzung der Festivaltage widerspiegeln. Und trotzdem vom 17. und 19. Mai lade ich Sie ganz herzlich nach Detmold ein. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Kufus. Das waren ja auch umfassende Bilder. Also ich finde, unser Gesamteindruck heute von dem, was Kunst im öffentlichen Raum kann, ist wirklich beeindruckend. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Wenn ich nichts übersehen habe, sind aus dem Forum noch keine weiteren Fragen. Was ich aber spannend finde, wir haben beide eben, auch Herr Wilhelm hat das betont, das Team ist wichtig, das Kuratieren ist wichtig, dafür braucht es auch Zeit. Also die Bildstörung hat ja jetzt noch eine noch längere Tradition. Die Lichtungen sind zu einem Zeitpunkt gestartet, wo man sich aber auch der Unterstützung schon sicher sein konnte. Wir haben beide trotz der Stagnation einen recht gesicherten finanziellen Rahmen, auf den muss man ja aufbauen. Also auch die Kooperationen, die man langsam entwickelt, sind wichtig. Sie haben beide in Ihren Projekten beschrieben, Sie sind ja nicht nur Innenstadt gebunden, Sie gehen ja auch so ein bisschen raus. Hat sich denn die Debatte und auch die Entwicklung in den Innenstädten auf Ihre Auswahl der Orte in den letzten Jahren ausgewirkt? Also vielleicht, dass wir nochmal einen Eindruck haben, wie funktionieren Ihre Innenstädte sonst? Hildesheim habe ich jetzt einen kleinen Eindruck, Detmold kenne ich gar nicht. Dass man mal so ein bisschen gucken kann, was ist wichtig, wenn jemand jetzt was plant? Kann man einen Bogen schlagen zur Innenstadt? Und wo kann man quasi so die Strippen so ziehen? Vielleicht fängt Herr Wille mal an. Möchten Sie anfangen, Frau Kufus, von mir aus? Ja, ich könnte da schon gleich was zu sagen. Erstmal ist es so, dass ja eigentlich Detmold eine Stadt ist, die noch ja relativ gut dasteht, was Leerstände in der Innenstadt angeht. Des Weiteren haben wir ein ganz gutes Innenstadtmarketing in Zukunft Stadt gefördert durch das Land NRW auch, die auch durch temporäre Vergaben von Leerständen viel in den letzten 2 Jahren erreicht haben. Bei der Auswahl der Produktion geht es eher darum, also in der 2022er konnte man das sehen, auch auf der ersten Folie das Bild, das war eine quasi den Marktplatz als Agora wieder zu schaffen. Es waren 12 unterschiedliche Kunstobjekte belgischen Künstlers Benjamin van de Walle mit dem Titel auch Studio Cité, wo es wirklich darum ging, den Marktplatz, der sonst weniger belebt ist, als Ort der Begegnung wieder zurückzuholen und zu zeigen, was kann denn alles möglich sein, wenn ich temporäre Installationen über 3,5 Tage auf diesem Marktplatz habe und das Publikum sich ganz unterschiedlich beteiligen kann und dann eben auch ins Gespräch kommt. Und dann die Hoffnung, dass sich das fortsetzt. Das ist natürlich erstmal auch immer eine Hoffnung, weil auch das hängt wieder dann an Kontinuität und natürlich auch an finanziellen Mitteln. Ja, danke. Herr Wilhelm, wie ist das bei Ihnen? Also ich würde das so mal einordnen in den Zusammenhang. Es sind ja Transformationsprozesse im Gang, die sind zwangsläufig und mal mehr oder weniger auch gewollt, einfach so. Mit den Innenstädten muss ja was passieren. Jetzt kann Kunst und Kultur nicht alle Probleme lösen. Das muss man dann schon gemeinsam machen, was die Innenstadtweiterentwicklung angeht. Aber man muss Innenstadt, ich versuch das für mich auch immer so einzuordnen, ist eine Marketinggesellschaft, ist für die Förderung der Innenstadt verantwortlich. Aber die Menschen haben ja oft so, ich komme nicht jede Woche einmal in der Innenstadt vorbei. Also wir sind ja auch eine relativ kleine Stadt, noch mit 100.000 Einwohnern. Ich
bin nicht nicht jede Woche einmal auf dem Marktplatz. Ich habe meinen kleinen Kiez, meine Arbeit woanders und meine Einkaufsmöglichkeit ist hier. Und dann ist es, glaube ich, gut zu gucken, wenn man was macht, mit welchem Gefühl besuchen uns die Leute? Also verbinden die was dann mit dem, was in der Innenstadt dann passiert? Also, und ist es nicht austauschbar, sondern ist es wirklich, das gibt es so nur hier? Oder sie sind da auch manchmal sogar anfänglich stolz drauf. Ich habe schon ein Kompliment gekriegt mit dem Lichtungen. Das hätte ich Hildesheim gar nicht zugetraut. So, und da merkt man, ja, die Leute sind auch dankbar für identifizierende Aktionen mit ihren Städten, mit ihren Plätzen. So, das ist das Bewusstsein. Es war so die Mentalität immer, naja, eine Stadt ist einfach da, die sorgen irgendwie für alles, sie muss funktionieren. Aber das gesellschaftliche Leben ist ziemlich fragil geworden. Die Ärzte sitzen nicht mehr in der Innenstadt. Jetzt, wir haben ja wirklich auch Galeria Kaufhof in der Innenstadt. Es sind richtig Segmente. Man kann nicht mal Spielwaren in der Innenstadt mehr kaufen oder Haushaltsartikel. Ne, gibt es jetzt seitdem nicht mehr. Und das ist schon einerseits dramatisch, aber auch nicht hoffnungslos. Also dann Leben anders, Wohnen wieder zu berücksichtigen, Atmosphäre, wie es angedacht war, und eben Kultur in einer guten Form auch in der Innenstadt zu zeigen. Und dass die natürlich auch neben den Theatern und den Museen, die ihre Berechtigung haben, aber sagen auch einfach mal in der Innenstadt und dann Beziehungen knüpfen. Zwischen den Menschen, die direkt in der Innenstadt wohnen und zwischen Menschen, die am Rand der Stadt wohnen, aber dann auch wieder einen Anlass haben, in die Innenstadt zu kommen und es auch gut zu finden und auch als ihre Stadt mitzubegreifen. Das wünsche ich mir so. Bleibt also ganz viel, auch so ein bisschen Hoffnung. Also das ist ja auch, liegt ja auch in jedem selber, wie weit er dann mit den Menschen ins Gespräch kommt und das weiterverfolgt. Frau Kufus hat es eben auch gesagt, dass man einfach eine zentrale Anlaufstelle hat, an der man sich ja einfach auch selber weiter informieren oder auch seine eigene Bindung an die Stadt und das Event suchen kann. Dann würde ich zum Schluss nur noch mal Frau Petzold kurz reinholen. Ich kann auf meinem Bildschirm nicht mehr sehen, ob Sie noch da sind. Ich gehe davon aber schwer aus. Sowohl Herr Wilhelm als auch Frau Kupus haben auch gesagt, ganz wichtig, was wirkt wo? Also wo kann ich überhaupt gut Kunst installieren, platzieren? Das greift so ein bisschen in Ihrer Argumentation. Sie haben ja erwähnt, dass auch nicht jedes Event immer überall passt. Gibt es von Ihrer Seite noch, ich sag mal, so eine Art Basisvorschlag? Wenn der eine oder die andere aus unserer Runde heute überlegt, ein Event zu starten, gibt es so eine kleine Liste, wo man sagt, so Punkte 1, 2, 3 sollte ich zumindest beachten, um das zu starten? Da weiß ich nicht, ob ich die Richtige bin, um 1, 2, 3 zu sagen. Sie haben jetzt zwei Beispiele gesehen, denke ich, das haben auch alle so empfunden für wirklich große Events. Ich meine jetzt nicht, weil Sie jetzt, Sie haben gesagt, Detmold nur noch 2,5 Tage, aber trotzdem ist das ja mit einer langen Vorgeschichte und es waren sehr beeindruckende Bilder. Unter Events zählt ja auch das ein oder andere Weinfest oder was es sonst noch so gibt. Ne? Also man muss, glaube ich, diese gesamte Bandbreite an Events immer beachten und aber immer fragen, sind sie mannschaftsdienlich? Also führen sie dazu, dass Leute in die Innenstadt kommen, interessiert schauen, was gibt's da eigentlich? Also eben diese Wiederverortung, das kann man machen. Und dieses als offenes Mitmachangebot. Also was Sie beide jetzt gesagt haben, das machen Sie nicht. Sie kuratieren, Sie sagen nicht, kommt alle hierher und bewerbt euch. Aber vielleicht sollte man das bei manchen Events dann schon diese Mitwirkungsangebote machen. Es gibt ja, wahrscheinlich halten Sie, Herr Wilhelm, nicht so viel von diesen Lichterfesten, aber in Lyon hat das ja auch so angefangen, indem vor allen Dingen die Bewohner aufgerufen waren, doch ein Licht ins Fenster zu stellen. Also das war ja auch so ein, es wird nicht einfach draufgesattelt, irgendwer sammelt Geld ein und bestrahlt irgendwelche Gebäude und alle fotografieren sie und dann gehen sie wieder nach Hause, sondern eben dieses direkte, es kommt auch aus der Bevölkerung, die da wohnt und sie hat einen Anteil daran und vielleicht verwühlt man sich so dem Ganzen eher verbunden. Ich denke, diese Verbundenheit, dieses vielleicht manchmal klein anfangen und dann groß denken, überlegen, wann man mal einen großen Wumms braucht, vielleicht um
das ein oder andere leergefallene Kaufhausgebäude zu bespielen und überhaupt zu zeigen, dass da auch was anderes möglich ist, außer Einzelhandel, aber auch Geschäftsleuten zu zeigen, dass die Innenstadt ein guter Ort ist, an dem man sich ansiedeln kann, ist ja auch so ein Punkt, ne? Also wenn die Innenstadt so langsam von der aus der Topografie der Stadt verschwindet, muss man da natürlich vielleicht auch mal etwas Deutliches setzen, ein deutliches Zeichen. Vielen Dank, Frau Petzold. Dann sind wir auch tatsächlich ziemlich pünktlich am Ende. Ich kontrolliere nochmal, dass ich keine Gästefragen übersehen habe. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir nochmal einen neuen Aspekt reingekriegt. Also ich hoffe, der eine oder die andere findet für seine, ihre Stadt oder Kommune einen guten Ansatzpunkt. Vielleicht lässt sich in den nächsten Jahren ein entsprechend passendes Event umsetzen. Dann danke ich sehr herzlich Sabine Kufus, Klaus Wilhelm, Ricarda Petzold, dass Sie uns heute hier so bereichert haben mit Hintergrundwissen und dem praktischen Leben vor Ort. Wir bleiben dann nämlich ein bisschen im Dorf. Daher schon mal die Ankündigung für Februar und März. Neu im Dorf wird uns Ende Februar beschäftigen. Und dann schließen wir heute an und wandeln dann mit den Events in die ländlichen Regionen am vierten Freitag im März. Danke Ihnen für diese rege Teilnahme. Wir haben mit 120 Menschen hier heute ungefähr zusammengesessen. Danke, wie gesagt, an unsere ganzen Repräsentantinnen von Projekten und Ideen. Kommen Sie gut durch dieses Wochenende. Fahren Sie nach Hildesheim, fahren Sie Pfingsten nach Detmold und dann sprechen wir uns hoffentlich Ende Februar hier wieder. Dankeschön.